Shane und Cindy, Voruntersuchung. Ich filme gleich mit der Wärmekamera. Wegen Temperaturschwankungen. Hier sind dermaßen viele Geister. 500 Präsenzen auf einmal, so fühlt es sich jedenfalls an. So viel Schlimmes hier. Versuchen wir es mit Psychografie. Ich frage, wer möchte durch mich schreiben? Was könnt ihr mir sagen? Da ist so viel. Okay. Der Mann mit dem Hut, der hier umgeht, wurde ermordet. Ein Captain oder sowas in der Art. Aber der war hier zugange. Und einer, der ins Meer geworfen wird. Sie haben mich gefesselt und über Bord geworfen. Ich geh mal hoch. Ich höre den Namen John. Der Eigentümer muss so geheißen haben. Cindy nimmt den Namen John wahr. John Bates, Volltreffer. Und ich spüre auch eine Verbindung, die unter die Erde reicht. Irgendetwas sagt mir, früher floss Wasser. Da war ein Wasserlauf unterm Haus. Ist da wer ertrunken? Nicht, dass ich wüsste. Es gab eine Tragödie mit dem Wasser unter dem Haus. Was siehst du? Wurde das Haus mal versetzt? Ganz genau. Hierher? Cindy in Topform. Nichts davon kann sie vorher gewusst haben. Dass das Haus versetzt wurde, die Verbindung zum Wasser, der Geist des ursprünglichen Eigentümers namens John. Unfassbar, mit welcher Detailschärfe sie das wahrnimmt. Was war das? Eine Puppe der Ureinwohner. Ich nehme die mal zur Hand. Laut Hans Holzers Berichten fiel diese Puppe damals wie von selbst von ihrem Platz. Diverse Male. Auf der Puppe lastet viel Kummer. Gib mir einen Moment. Ich sehe den Mord an einem kleinen Mädchen. Ich sehe auch die Mutter. Der Ehemann wurde verschleppt. Und ich sehe das Mädchen sterben. Furchtbar. Warte. Was war das? Schritte? Hier ist niemand. Kann nicht sein. Das ist verrückt. So viele Geister gibt's ja nicht. An diesem Ort muss eine besondere Energie sein, die all diese Geister anlockt. Irgendwas geht da vor sich. Gefällt mir gar nicht. Eine denkbar finstere Atmosphäre herrscht also in der Bates Ship Chantry. Cindys spirituelle Wahrnehmung konnte die Aktivität kaum bewältigen. Womöglich spukt hier weit mehr herum als nur der Geist von John Bates.
Ich bin mit Bob Fraser verabredet, den das Anwesen sein ganzes Leben beschäftigt hat. Aber um mich zu informieren, was sich dort seit Holzers Besuch 1964 alles getan hat, treffe ich zuerst noch Lynn von der Cohasset Historical Society. Mich interessiert die Geschichte von Cohasset. Bei den Native Americans hieß dieser Ort Conahasset. Das bedeutet langer Felsen, wegen des Granits, der die Landschaft prägt. Und sie führten in ihren Legenden die heftigen Stürme, die die Küste hier häufig heimsuchen, auf den Zorn der Geister zurück. Die Gegend hatte also schon immer so einen Ruf, bis Fischerei und Schiffsbau im großen Stil Einzug hielten. Eine Industrie, die aufs Meer ausgerichtet war. So ist es. Der erste Bates, Samuel, war auch einer der ersten Fischereiräder hier. Und er eröffnete die Ship Chandlery, die später auf seinen Neffen John Bates überging. Richtig? Ja. In meinen Notizen von der Voruntersuchung gestern Nacht häufen sich bestimmte Stichwörter. Zum Beispiel Schiffbruch. Ist irgendwer aus der Familie oder aus dem Umfeld auf See verstorben? Samuel Bates Jr., der Erbe des riesigen väterlichen Vermögens und auch Nachfolger als Eigentümer der Chandlery. Er starb in einem Sturm vor der Küste von Cohasset. Wow. Der Mann mit dem Hut, der hier umgeht, ein Captain oder sowas. Was ist von anderen Seeunglücken hier bekannt? Da gab es einige. Aber das Schlimmste war wohl der Untergang der Brig St. John am 7. Oktober 1849. Die meisten Opfer waren bettelarme Iren, die in Amerika ein besseres Leben suchen wollten. Und so knapp vor dem Ziel finden sie den Tod. Männer, Frauen, Kinder, Besatzung. Die Leichen wurden hier angespült. Bedrückend. Da war ein Wasserlauf unterm Haus. Überall Wasser. Es gab eine Tragödie mit dem Wasser unterm Haus.